Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich habe mal wieder ein bisschen mit der Karte abgegleicht, die ich ja hier habe. Und habe gesehen, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die wir hier finden können. Zum Beispiel Raritäten. Und das hier, was wir eigentlich schon abgeschlossen haben, ist irgendwie noch nicht ganz abgeschlossen. Da fehlt mir noch irgendwas. Deshalb würde ich sagen, fahren wir kurz dahin. Und schauen uns an, was wir gesehen haben oder was da noch fehlt. Komm her. Dell? Virus in my core. Damaged. Please. Please. Oh shit. Don't lose your mind. Hört sich ja gar nicht gut an. Geh jetzt mal zu Fuß kurz dahin. 125 Meter. Irgendwas haben wir da noch übersehen. Oder auch nicht. Wir haben es wahrscheinlich gar noch nicht gemacht. Okay, weird, dachte ich eigentlich, dass wir das gemacht hätten. Aber ist offensichtlich nicht so. Hier ist das Gespräch zwischen Darnell Moore und Logan McCowell. Logan? Logan, Hilfe! Ich... Was ist los? Ich habe was gefunden, einen Behälter. Hab ihn aufgemacht. Mit dem Generator. Dann gab es eine Explosion oder so. Aber die habe ich mehr gefühlt als gehört. Ich fühle mich irgendwie schlecht. Fuck. War auf dem Behälter ein Biotechnica-Logo? Ja? Könnte eine Schallwelle gewesen sein. Sicherheitsmaßnahme. Scheiße. Wieso musstest du das Ding auch an den Generator anschließen? Mir ist schwindelig. Ich leg mich hin. Nein, nicht einschlafen. Wenn du das machst, machst du nicht mehr auf. Darnell? Darnell, bitte! Doof. Mission verborgen, T. Der öffnet das Menü. Ah, der ist dann wohl eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Schön, Biotechniker. Jetzt war's das. Hier. Endgültig. Boah, sieht das aus. Dann wieder zurück zum Auto. Ist ein bisschen doof, dass die Karte, die ich habe, nicht mehr so aktuell ist. Also, was dann neue Sachen dazu kamen mit den Updates, sind die auf dieser Karte nicht eingezeichnet, was ein bisschen doof ist. Und dann weiß ich nicht genau, ob wir irgendwas schon gefunden haben, was durch ein Update dazu kam oder nicht. Weil man sieht es ja nachher nicht mehr auf der Karte. Aber auf jeden Fall haben wir das gemacht. Hier unten gibt es noch was. Ungefähr da bei diesem Haus. Und beim Riesenrad hier drüben würde ich dann auch noch kurz vorbeischauen. Aber dann machen wir wirklich mit der Story-Mission weiter.
oder mit anderen Missionen mal schauen, einfach irgendwie ein bisschen vorankommen. Mit den letzten drei... Shit. Also zwei Folgen gab es ja nicht so viel Fortschritt. Also jetzt Judy auch noch. Hey, Judy. How are you feeling? Shitty, but something came to me. Gotta give yourself time to grieve, Judy. Experience all its stages. Feel them. Let them play out. Shock, anger, depression. I'd say I'm on anger. Gonna stay here for a while, too. I can work with anger. So what did you come up with? The Mox died. Lizzie's bar used to be a joy house. Tiger Claws killed one girl too many, so people took matters into their own hands. Belongs to us now. Clouds could stand to get the same makeover. Sure you've thought this through, Judy? Carefully? Haven't thought it through at all. All I know is the Mox didn't turn things around by sitting on their tanned and toned asses doing nothing. I'm familiar with the story. Things did not go that smoothly. I didn't say they did. Didn't say they would. But Evie thought Clouds would be safe. You saw how far that got her. How she ended. V. I can't stand by and let things go on like this. Got the Mox to agree to take over Clouds? No, I'm trying to get you. Know someone at Clouds who'll take our side. Will you help? Thank you. Fine. Got me on board. Ooh, yes. Okay, so what's the plan? First up, we gotta talk to Mike Omaida. If she's not with us, might as well throw our hands up in the air. Mike Omaida? Who is she, exactly? Girl who unofficially runs Clouds. Good at it, too. What's she do officially? She's a doll, so she's a nobody. Sure Maiko's gonna want to join forces? If I was sure, I'd be on the hollow to her, and we wouldn't be having this conversation. Let me rephrase. Any chance she'll slap us around and then shove us out her mega tower window? Of course, sure. Guess I can work with that? How well do you know this, Maiko? Too well. When are we doing this? Early morning. Clouds will be closed. Hardly a soul lurking at that time. How early? Before 8. I'll be by the entrance. No, scratch that. The balcony above Clouds. We'll sneak in. No one needs to know we're there. On the balcony. Got it. Okay. Da möchte wohl Julie das Clouds übernehmen. Und da machen wir natürlich gerne mit. Das hier ist jetzt diese Rarität, die wir gefunden haben. Ein paar schöne Dinge. Und im Gespräch zwischen Vincent Wack und Marcellus Waynes. Boss, hast du schon davon gehört? Butch hat den Typen umgebracht. Wie zur Hölle hat er den umgebracht? Das war ein Boxkampf. Hat er seine Knarre mit in den Ring genommen oder was? Nein, was für eine Knarre. Er hat dem Typen einfach eine reingehauen. Hat ihn genau richtig getroffen und den Penner kalt gemacht. Also, hat er gewonnen? Na, er hat den umgebracht. Ja, das habe ich schon verstanden, aber hat er gewonnen? Sie haben ihn nicht disqualifiziert oder so? Nö, weil Butch ihn K.O. geschlagen hat, aber dann ist der Typ ganz am Haus im Ring gegangen. Er ist erst spät verreckt. Gehirnerschütterung oder was Boxer halt immer bekommen. Keine Ahnung. Der Wichser sollte doch verlieren. Ja, ich kümmere mich um den Boss. Bring den Dreckswichser um. Alles klar, Boss. Mach ihn kalt. Okay, okay, ich versuch's. Okay, das ist wahrscheinlich der Boss, würde ich sagen. Nö, 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 nö.
Wahrscheinlich sind das die beiden, die jetzt, das war eigentlich der andere Boxer. Und das war sein Bodyguard, oder dieser Wayne Dude. Und beide haben es nicht überlebt. Ich möchte ganz kurz noch da drüben irgendwo schauen, wenn es dann irgendwo lang gehen würde. Unter der Brücke gibt es noch was Violettes. Hier unten, glaube ich. In der Kiste. Ja gut, Kleidungsstücke, Violett. Bringt ja theoretisch nicht mehr so viel. Aber ist egal. Gut. Mittlerweile wollen echt viele Leute was von uns. Judy, Delamain, Takemura. Da haben wir eine Menge vor. Dann würde ich jetzt noch ganz kurz zum Riesenrad fahren, da ja das ganz in der Nähe ist. Mal schauen, ob wir da hinkommen, weil das ist auf dem Riesenrad drauf. Das ist doch unten, gleich neben der Riesenradgondel. Oh shit, die brennt ja. Nicht mein Problem. Ein Gespräch wieder zwischen Kendrick Feller und Octavius Brown. Hey, deine Jungs haben mir in meiner Ecke einen Besuch abgestattet. Bis zu den Ohren zugedröhnt. Haben ein paar Autos angezündet, Reggies Laden kurz und klein geschlagen und sich verpisst. Auf jeden Fall habe ich ein paar Leute zusammengetrommelt, um euch als Dankeschön auch einen Besuch abzustatten, wenn du verstehst. Aber dann dachte ich mir, ich gebe dir noch eine Chance. Wenn du mir die Jooms auslieferst, die hier so auf die Kacke gehauen haben, dann können wir einfach vergessen, dass das hier passiert ist. Wow, okay, warte mal eben, ich verstehe dich ja, Auge um Auge und so. Aber du willst gleich die gesamte Optik rausreißen? Die Jungs hätten bloß ein wenig Spaß. Ist doch nicht so, als wäre jemand dabei gestorben. Und du willst sie gleich kalt machen? Chill mal, Kumpel. Komm, wir treffen uns mal persönlich, reden über die Sache, klären das. Wegen sowas muss man doch kein Blut vergießen, oder? Okay, reden wir nochmal darüber. Na bitte, geht doch. Ja, für einen von beiden lief's nicht so gut. Könntest du bitte leise stehen? Leise stehen? Okay, sonst gibt es hier aber eigentlich nicht viel. Oh, doch. Auf jeden Fall ziemlich schön hier. War wahrscheinlich mal schön. Das Riesenrad sieht eigentlich ja cool aus mit dieser Beleuchtung. Aber leider alles mega runtergekommen. Echt schade um die Ecke hier. Huch. Welcome, welcome. Yes.
So, das gibt doch ein scheiß Bild. Wie Quan, Sivilist. Kann ich mitmachen? Gut, und selbst? Cooles kleines Easter Egg, finde ich. Wow, okay. Wir sind das 6th Street. Gut, so geht's auch. Eine leckere Pizza für mich. Ein paar neue Waffen. Bisschen Stuff zum Verkaufen. Finde ich gut. Und 6th Street, man weiß ja, ich und 6th Street sind nicht so großen Freunde. Und das hätte man explodieren lassen können. Ja. Alles gut, ich mache euch nichts. Dann lass mal schauen. Play it safe. Chapentown, Kapelle. X-Faktor. Julie auf dem Balkon. Don't lose your mind. Wir haben ein paar Sachen offen. Ich besuche Claire tagsüber in ihrer Werkstatt. Könnten eigentlich mal ein Autorennen machen. Weil es mich auch interessiert, wie das vonstatten geht. Aber Play it safe wäre wahrscheinlich am wichtigsten. Obwohl Juri oder Delamain auch. Wir gehen, glaube ich, zuerst zu Delamain. Ich fahre da mal hin und dann machen wir das dann in der nächsten Folge. Es sind 2 Kilometer. Warte noch kurz. Sixth Street in memory. Bruce the Boss. Skiff. 1979 bis 2028. Schönes Denkmal. Natürlich rutscht das Auto genau da hinein. Mal kurz genießen.
Das habe ich ja gar nicht gesehen. Kam wie aus dem Nix. Und irgendwann müssen wir unbedingt mal noch die U-Bahn anschauen. Das N-Card-System. Ich muss gestehen, ich bin damit schon einmal gefahren. Offline. Weil es mich interessiert hat. Und ich dann ein bisschen was mit der Technik ausprobiert habe. Manchmal hat das Spiel ja auch noch ein paar kleinere Lags zwischendurch. Was ist denn hier los? Arasaka. Wache. Ezra McGee. Jora Chihei. Wache. Henry Jean François. Angui. Matsushita Satsuki. Eine andere Wache. Und da. Ich will keinen Stress, Leute. Ich wollte nur schauen, wer hier ist. Was habt ihr jetzt getan? Marina Morozovo. What the fuck? Was war das denn jetzt bitte? Ich wollte nur zuhören. Und jetzt sind die alle aufgeschreckt. Und die eine ist tot. Marina Morozova. Aber die ist auch Brasaka, was irgendwie komisch ist. Ich wollte doch nur hören, was da los ist. Oder um was es geht. Ist zwar wahrscheinlich bloß nur ein Event, der nicht viel zu bedeuten hat. Aber trotzdem interessant. Aber jetzt habe ich leider nicht mitbekommen, was ging. Schade. Da wären wir vor dem Delamain HQ, aber das machen wir erst in der nächsten Folge wieder hier bei Cyberpunk. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.